und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe es im letzten Video angekündigt, die Urlaubsvlogs gehen wieder los. Ich bin gerade am Düsseldorfer Flughafen, denn für uns geht es heute nach Madeira. Ich freue mich unfassbar auf die Reise. Wir haben unsere Koffer gerade schon abgegeben, wir müssen jetzt nur noch durch die Sicherheitscheck. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich versuche irgendwie zwei, drei Vlogs auszuhauen, ich weiß es nicht. Lasst gerne ein Like da. Let's go. Wir sind jetzt gelandet. Es war wirklich eine absolut spektakuläre Landung. Ich weiß nicht, ob das im Video so rübergekommen ist, weil man landet wirklich fast direkt auf dem Meer. Ich glaube, das ist bestimmt eine der schwersten Landeanflüge so in Europa komplett, weil die Landebahn halt echt sehr kurz ist. War sehr interessant, sehr lustig. Wir haben jetzt unser Gepäck, mussten ein bisschen drauf warten jetzt eigentlich nur noch auf unseren Hoteltransfer. Also gleich kommt so ein Bus, der holt uns dann ab. Und dann gibt es eine kleine Roomtour. Ich freue mich extrem auf das Hotel. Ich glaube, dass es sehr cool wird. Also wir haben da eigentlich ein gutes rausgesucht, wenn es dann so ist wie auf den Fotos, ist ja immer so. Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Ich finde das Zimmer echt sehr schön. Es erinnert mich ein bisschen an New York, weil das Badezimmer echt ähnlich aufgebaut ist. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir einmal so eine Dusche. Ne? Ich glaube, ist unschwer zu erkennen. Jeder Set in den meisten Hotels ist da oben einmal mit so einem Regenduschenkopf in Anführungsstrichen. Und dann halt hier nochmal so ein normales Ding. Dann hier Waschbecken. Moin. Toilette und BD nennt man das, glaube ich. Und dann geht es hier weiter. Das Zimmer ist echt groß, dafür, dass es nur ein Zweierzimmer ist. Wir haben hier einmal einen offenen Kleiderschrank, so kann man seine Sachen aufhängen auf süß. Hier ist ein echt großes Bett, sehr, sehr cool, hier auch mit Fernseher auf süß. Hier geht's weiter und dann geht's hier auf den Balkon. Wir sind im 5. Stock. Das Hotel hat insgesamt 10 Stockwerke. Das ist der Ausblick. Es geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach oben und wir haben echt eine gute Lage, würde ich sagen. Also einen schönen Blick aufs Meer. Ich glaube auch, wenn die Sonne auf- bzw. untergeht, könnte das ein echt coole Szenerie sein. Da vorne seht ihr auch, da ist so ein kleines Pier, sage ich mal. Also so, hier so ein kleiner Turm. Da können wir auch hin. Das ist auch von unserem Hotel und da kann man dann direkt ins Meer, kann man schnorcheln und so weiter. Ich glaube auch, dass das sein wird, was wir jetzt nächstes machen, weil wir haben jetzt gerade nach deutscher Zeit 7:30 schon, nach portugiesischer Zeit 6:30, so ist ja eine Stunde zurückversetzt hier. Aber heute wird hier nicht mehr viel mehr passieren, außer dass wir jetzt am Abend noch essen gehen. Morgen geht dann erst die Action richtig los. Das ist unser Hotelzimmer, sehr, sehr gut. Herzlich willkommen zum zweiten Tag. Wir haben heute Tag 2. Ich habe gestern, glaube ich, gar nicht mehr gefilmt. Wir waren nur noch essen und dann sind wir direkt ins Bett gegangen, schlafen, weil wir echt müde waren. Heute ist der Plan, erstens ins Ronaldo-Museum zu gehen. Wir haben nämlich heute am ersten Tag noch kein Auto. Ab morgen haben wir ein Auto, da machen wir den ganzen Touren um die Insel rum. Aber dadurch, dass wir heute kein Auto haben, machen wir heute quasi alles, was hier in der Stadt ist. Das ist einmal der Markt, das Ronaldo-Museum und noch so eine Seilbahn. Und das wird heute gemacht. Tag 1, eigentlich Tag 2, aber erster richtiger Tag. Let's go. Und es ist arschheiß. Im Vorhinein haben wir so gelesen, ja, es wird, hier ist maximal so 24, 25 Grad. Das haben auch Leute bei mir im Chat geschrieben. Quatsch, großer Quatsch, wir haben 30 Grad. Ich bin jetzt schon komplett am Schwitzen. Das ist echt verrückt. Also, heiße Insel hier. Wir sind aus dem Hotel raus. Ich sag's euch ganz ehrlich, also klar, es ist sehr interessant. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ein Hotel nur um eine Person ist. Aber ich muss sagen, ich hätte mehr erwartet. Also das Einzige, was man halt drin sieht, sind ganz viele Trophäen, ist klar. Ganz viele Trikots, ganz viele Fußbälle. Aber ich hätte gedacht, dass das so ein bisschen was auch über die Person ist. Aber abgesehen davon ist es halt, also es ist halt eher so eine Ausstellung als ein wirkliches Museum, weil ich hätte halt gedacht, dass man dort auch ein bisschen mehr über die Person lernt. Das Einzige, was man halt sieht, ist so ein Zeitstreif von seinen Errungenschaften und sowas. Keine Ahnung, meine Meinung. Jetzt wird hier ein Foto und eine Statue gemacht. So. Oh, nur ein Hotel, ich sag nur ein Museum. Das ist nur ein Museum von einer Person, sorry. Wir sind jetzt in einem Café. Wir sind hier in einem, ich sag mal, in einem kleinen Markt. Das ist sehr schön, ich zeig euch gleich mal richtig. Wir sind einmal ganz kurz durchgegangen. Haben aber Hunger und wollen jetzt direkt einen Kaffee trinken. Und wirklich, vertraut mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Vlog erwähnt habe. Diese Dinger hier. Ich frag Sarah gleich mal, wie die heißen. Hier diese Dinger. Verrückt. Das sind wirklich die krankesten Puddingteilchen, sag ich mal, die ich so aus Porto erkenne. Da sagen wir die auch immer aus dem Urlaub mit, weil die echt geisteskrank lecker sind. Das ist hier so ein lokaler Markt, ich glaube, das kennt man. Ist auch sehr touristisch natürlich. Hier gibt es halt vor allen Dingen solche Stände, so Fruchtstände. Da haben wir uns gerade schon auf die Hand eine Maracuja gegönnt. Hier, da gibt es halt ganz viele von den Früchten. Hier Maracujas, Mangos, Bananen und der ganze Kram.
hier geht es dann weiter. Wirklich sehr, sehr cool. Dann nach vorne ist halt natürlich auch so ein Touri-Shop. Ich glaube, darum kommt man hier nicht rum. Hier mit so Sachen. Und oben geht es auch nochmal komplett weiter. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich alles fast dasselbe. War schon sehr lecker. Hier ist auch das Café, wo wir gerade eben drin waren. Kann ich empfehlen. Das heißt, es hat keinen Namen, perfekt. Wirklich ein sehr schöner Ort hier. Sehr, sehr klein, gemütlich, touristisch auf jeden Fall. Also wir haben jetzt für 2 Maracujas 2 Euro gezahlt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu hoher Preis ist, aber sehr schön. Wir gehen jetzt zu der Seilbahn von Funchal. Funchal. So, wir sind jetzt mit der Seilbahn hochgefahren, beziehungsweise eigentlich schon wieder auf dem Weg nach unten, weil wir hier so eine kleine Mini-Wanderung gestartet haben, spontan. Wir sind hier nämlich, warte, ich kann es mal hier ganz kurz zeigen. Wirklich irgendwo, nirgendwo eigentlich. Hier geht's runter. Vor uns auch eine Gondelbahn, das ist nicht unsere, das ist eine andere. Hier machen wir jetzt einfach eine spontane Mini-Wanderung. Bin gespannt, wo wir auskommen. Da vorne sieht man auch nochmal diese Bergnatur hier. Ein paar Bäume sind aber auch schon tot, ne? Hier müssen wir jetzt runter. Also Freunde, ich bin hier ganz kurz runtergeklettert. Da oben ist Sarah. Ich glaube, man sieht die nicht mehr auf der Kamera. Da oben irgendwo. Mein Ziel war es eigentlich, dass ich da hinkomme, aber das ist schwer, weil da komme ich nicht mehr zurück. Deshalb geht es für mich jetzt wieder nach oben, aber wir fahren hier morgen auf jeden Fall nochmal hin. Ich glaube, das könnte richtig krass sein. Erstens natürlich für Fotos und zweitens, da geht es noch viel weiter lang. Während der Regenzeit ist es wahrscheinlich ein ganz normaler Fluss hier, da kann man gar nicht hin. Jetzt gerade, weil es halt so trocken ist, hier ist hier gar nichts. Das sieht richtig krank aus, richtig krass. Und wirklich genau für so eine Location bin ich auch hierher gefahren. Also für solche Spots, weil ich sowas einfach unfassbar schön finde. Aber jetzt geht es wieder nach oben. Deshalb immer die Augen aufhalten, wo man hinläuft. Guckt es euch an. Wir gehen hier gerade so lang. Auf einmal ist hier einfach so ein verlassenes Haus. Wahrscheinlich abgebrannt, oder? Hier seht ihr das Haus. Ich frage mich aber, wer hier wohnen möchte. Wir haben es jetzt geschafft. Wie lange waren wir eigentlich unterwegs hierhin? Ich will es gar nicht wissen. Also ich glaube, wir waren bestimmt reiner Fußweg so 2 Stunden unterwegs hierhin. 1,5 Stunden, 2 Stunden bestimmt. Aber es war schon sehr cool. Das ist der Ausblick übrigens. Will ich euch auch nicht vorenthalten. So sieht das Ganze aus hier. Das ist alles Funchal. Das ist sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Weg zurücklaufen. Beide in Slides unterwegs. Da vorne müssen wir hin. Da sieht echt nicht so, also auf der Kamera sieht es glaube ich ein bisschen weiter aus. Aber wenn hier so eine Brücke gerade ausgehen würde, würden wir so maximal 20 Minuten brauchen. Aber jetzt den ganzen Weg da durchkraxeln, Gottes Willen. Freunde, wir gehen jetzt was essen. Mittlerweile haben wir es, oh, sieht man das überhaupt? 17 Uhr 20? 20.17 Uhr. Nach der letzten Aufnahme waren wir nur noch im Hotel. Weil wir echt müde waren, waren eben ganz kurz schwimmen im Meer, weil unser Hotel direkt einen Strandzugang hat. Das zeige ich euch aber einen anderen Tag, weil wir wirklich einfach nur ganz kurz drin waren, um uns abzukühlen. Jetzt geht's was essen in der Innenstadt. Ich glaube italienisch, right? Eigentlich, ja. Also, müssen wir mal gucken. Wir haben Italiener rausgesucht. Wenn es das nicht wird, dann halt wir irgendwo anders hin. Draußen mache ich einen Fitcheck. Ich habe gerade die Perishable Pants von Sam an. Ja, zeige ich euch draußen. Die Hotellobby ist auch echt schön. Ich weiß nicht, ob ich euch gezeigt habe. Hier sieht man das riesig groß. Und dann geht es nach da ganz oben zu unseren Zimmern. Wirklich sehr solides Hotel. Schmeckt gut, aber stark. Wir haben den nächsten Tag. Heute geht's weiter, aber der erste Vlog ist hier vorbei. Ich habe einfach nur gestern vergessen, ein Auto aufzunehmen. Ich habe den Vlog noch abends zu Ende geschnitten. Der geht jetzt von euch aus gesehen. Mittwoch online. Für mich ist der Tag, den ihr heute quasi gesehen habt, gestern gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die ersten Tage fand ich wirklich schon sehr schön. Ich glaube aber, dass wir noch viel mehr erleben werden. Wir müssen gerade unser Auto abholen. Das heißt, wir können ab heute auch auf der Insel rumfahren. Ich glaube, es wird sehr wild. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr die Videos nicht verpasst. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das pusht mich und das pusht auch den Algorithmus. Und lasst einen Kommentar da, wie ihr das Video fandet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein.